Die Weltenkarte von Chestnut Ridge aus dem neuen Pferderanch-Erweiterungspack wurde gestern Abend im offiziellen Entwicklerstream gezeigt, welche so aussieht. Insgesamt 13 Grundstücke in insgesamt 3 Nachbarschaften hat die Welt. Scheinbar wird es auch einen neuen Klamottenladen geben, in dem die Sims ihre Outfits planen und sich umziehen können. Hier steckt aber vermutlich nur das altbekannte und nicht viel neues Gameplay dahinter. Alle Grundstücke wurden wieder von den Gamechangern gebaut, diese sind also nicht so hässlich wie manchmal in The Sims 4. Hier seht ihr auch nochmal alle Grundstücksgrößen, es wird also auch ein 50x50 und 64x64 großes Grundstück geben.